werden sie nicht erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes sind, wie auch die Juden damals. Sie werden in ihren Sünden sterben. Alle Religionen, die nicht glauben, dass Jesus, das Wort Gottes, Gott im Fleisch ist und der ewige Sohn Gottes für dich gekreuzigt, für deine Sünden gestorben, für die Sünden der ganzen Welt und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Wenn du diese Erkenntnis nicht vor deinem Tod hast und du nicht gerettet bist und du nicht den Geist des Christus in dir hast und in deinen Sünden stirbst, so wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Und das ewige Gericht Gottes ist auf jeden Menschen, der die Gnadengabe Gottes in Christus verleugnet und nicht annimmt. Wie auch in Johannes 3, ab Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und er redet auch von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, Jesus Christus, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben niemals sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf jeden Menschen, der den Sohn Gottes ablehnt. Ganz einfach. Ganz einfach. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der wird das nächste Leben niemals sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Oder Johannes 3, Vers 18 auch. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. So, wir lesen mal von Vers 31, Johannes 8, 31. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt haben: Wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn Gottes euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in dem Teufel ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ganz klar, jeder Mensch, der aus Gottes Geist wiedergeboren ist, der glaubt, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Wer nicht aus Gottes Geist wiedergeboren ist, der kann die Heilige Schrift, die Bibel nicht annehmen und glauben, weil er nicht aus Gottes Geist wiedergeboren ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Mensch nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Wenn die Muslime gegen die Bibel reden und gegen die Bibel etwas sagen, dann wisst ihr, dieser Vers sagt ganz klar, wer aus Gott ist, der hört auf die Worte Gottes. Darum wollen sie nicht hören, weil sie nicht aus Gott sind. Wären sie aus Gott geboren, so würden sie uns glauben. Und den Vers lese ich aus 1. Johannes dann auch vor. Die Juden antworten und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Also sie haben blasphemiert gegen den Heiligen Geist. Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon.
sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, er ist einer, der sie sucht und errichtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die Juden sprachen nun zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Also sie blasphemieren wieder gegen den Heiligen Geist. Abraham ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. So, sie, Pharisäer, haben gesagt, unsere Vorfahren sind gestorben. Die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wer mir nachfolgt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also, Jesus hat ganz klar, und später werde ich euch das vorlesen, Jesus hat gesagt, ich bin größer als ein Prophet. Bevor Abraham war, bin ich, Jesus sagt in Vers 58, was ich gleich vorlesen werde, ich bin Gott. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn und wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, noch ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt ihr ganz klar, ehe Abraham, Jahrtausende hat er ja gelebt, Abraham vor Christus, Jahrtausende hat Abraham gelebt vor Christus. Und Jesus sagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Ich bin Gott. 2. Moses 3,14 sagt Jesus Christus in diesem Vers, ehe Abraham war, bin ich. Er verwendet das hebräische Wort, ich bin der, ich bin, Jahwe. Und im Altgriechischen verwendet Jesus das Wort Ego, Emi. Ego, Emi, Altgriechisch, ich bin der, ich bin. Jesus ist Gott. Ich habe gerade Johannes 8,42 gelesen, aber du bist zu verblendet, um diesen Vers zu verstehen und den Kontext danach. Wie gesagt, ich habe gerade Johannes 8,31 bis 42 gelesen, aber wenn du zu verblendet bist und nicht verstehst, was hier ganz klar steht, dann weißt du auch nicht, hier steht ganz klar in Vers 58, Ego, Emi, Altgriechisch, Jesus sagte, ich bin Gott. Und falls du kein Altgriechisch verstehst, dann tust du mir leid, dann schmeißt du ja anscheinend deine Seele weg für einen Mondgott namens Allah, Ilah, der Mondgott, der letzte Götze aus den Quraishis, aus den Mekkanerzeiten, ein Gott, der verherrlicht wurde, ein Gott namens Allah, Ilah, der drei Töchter hat. Allah hat drei Töchter, das hatten die Quraishis auch. Sie haben ihren Gott, die Quraishis, die Götzendiener Allah genannt. Und dementsprechend ist der Islam auf dem letzten Götzen fundamentiert namens Allah. Und Abdu'l-Bahra sagt selbst, er hat zwei rechte Hände und in einem Hadith steht, er hat einen Schienbein und er hat drei Töchter, ist auch im Koran Al-Azad, Al-Manat und Al-Wuzad, glaube ich, die drei Töchter Allahs. Kompletter Götzendienst, komplette Verführung. Sure 3, 54, Allah ist der größte Täuscher. Ihr müsst das auf Arabisch lesen. Ihr versteht ja nicht mal Arabisch, meine lieben Muslime, dann guckt euch das im Arabischen an. Möge der Herr euch die Augen öffnen. So viele Ex-Muslime in den letzten 2 Jahrzehnten, in den letzten 20 Jahren, über 40 Millionen Muslime, die den Islam verlassen haben, ungefähr 35 bis 40 Millionen Muslime, die den Islam verlassen haben, weil sie erkannt haben, dass es ein Glaube ist, der fundamentiert ist, nicht auf den wahren Glauben, der wahren Lehre des Christus und Moses, Jesaja, Daniel, Abraham, Noah und viele anderen Propheten im Alten, wie auch im Neuen Testament, Jesus Christus. Ihr versteht nicht das Konzept des Messias. Allah hat keine Ahnung vom Messias, da euer eigener Gott im Islam weiß nicht mal, wer der Messias in seinem Injil ist. Er sagt ja, ich bin der Gottes Injil. Allah hat keine Ahnung vom Messias aus dem Alten Testament. Allah hat keine Ahnung von der Trinität. Allah sagt im Koran, Trinität ist Vater, Sohn, Maria. Die Bibel sagt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also wenn Allah der Gott des Injil ist, warum hat Allah aber keine Ahnung vom Injil? Das frage ich mich auch. Danke dir, Bruder. Danke, Gott segne dich. Ich auch.
eure Leitung. Dankeschön, ja, alles gut. Ich fahre kurz, muss was kaufen. Alles gut, ja. So, falls ihr euch beleidigt, dann werdet ihr gestummt. Das ist kein Ort zum Beleidigen, das ist kein Ort zum Hetzen. Wenn du eine Frage hast als Moslem, dann stell deine Frage auch dementsprechend respektvoll. Ich werde selber ein paar stummen. Diejenigen, die nur hetzen. Ich hetze nicht, sondern ich vergleiche den Koran mit der Bibel. Ich habe hier Sahih al-Bukhari. Ich habe hier viele Bücher von dem Bruder Omar. Wir haben hier ein Bücherregal voller Bücher. Wir haben den Koran hier. Wir haben viele Korane hier. Wir haben die Tafsire hier von Al-Jalalin. Wir haben Sahih al-Bukhari. Wir haben Sahih Muslim hier. Wir haben viele Bücher. Am Abend zeige ich euch, was für einen Glauben ihr überhaupt vertretet, wenn ihr selber nicht forscht im Islam. Kann ich euch das auf jeden Fall am Abend vielleicht zeigen. Genau. Meti, deine Seele wirst du niemals gereinigt haben, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Durch Christus allein hast du deine Reinigung, deine Seele durchgeführt, mein Lieber. Kein Abu Bakr, kein Mohammed. Es gibt nicht mal historische Belege für Mohammed. Das ist ja das Krasse, was die Muslime gar nicht mal wissen. Denn die Muslime wissen nicht mal, dass es keine Person existiert namens Mohammed, außer diese paar Verse aus dem Koran und aus den Hadithen. Sonst gibt es keine Existenz für diese Person namens Mohammed. Historisch gesehen gibt es Mohammed nicht. Historisch gesehen existiert kein Mohammed. Danke für die Geschenke, Leute, Gottes Segen. Genau. Was er sagt, es ist die Wahrheit. Ich kann dir die Belege geben. Es gibt keinen Beleg. Und ihr könnt nur beleidigen und hetzen. Und das ist so traurig, dass ihr nicht mal selber recherchiert im Koran oder in den Hadithen. Nein, vielmehr beleidigt ihr, weil ihr selber keine Ahnung habt, weil ihr Traditionsmuslime seid. Besser gesagt, es gibt das Begriff Shisha-Muslime. 90% der Muslime aus Deutschland, Österreich und Schweiz haben keine Ahnung von der Sunna. Sie wissen nicht, was für verderblichen Glaubenslagen sie glauben, dass es so dermaßen verderblich ist und keinen Wesenspunkt mit dem Gott der Bibel hat, aus dem Neuen Bund. Also, stattdessen, dass ihr beleidigt, könnt ihr gerne zuhören oder ihr recherchiert selber, nehmt den Koran in die Hand, liest doch mal Sure 9 zum Beispiel, Sure 3, Sure 46, Sure 66 und so weiter und vergleicht das mit den Hadithen und dann geht ihr in die Sunna hinein und dann werdet ihr sehen, was für einen verderblichen Glauben überhaupt Mohammed gelebt hat, wie Mohammed gelebt hat, was er für Sachen, schlimme Sachen getan hat und was seine Nachfolger für schlimme Sachen getan hat. Und das ist kein Prophet. Es gibt keinen Propheten nach dem Sohn Gottes wie Moses oder Noah oder Jesaja. Jesus Christus ist die Erfüllung aller Propheten, der ewige Sohn Gottes. Gott wurde Mensch und ist die Erfüllung aller alten Propheten im Alten Testament. Genau. Die Kreuzzüge sind keine religionsführende Kriegsgeschichten. Die Kreuzzüge sind Verteidigungssachen gewesen. Der Dschihad ist aus religiösen Hintergrund geschehen. Es ist eine Offensive, ein Kampf. Es gibt keinen Christen, der in der Geschichte jemals aus religiösen Hintergrund gekämpft hat. Aber der Koran und die Hadithe sind aus religiösen Hintergrundgeschichten passiert. Also sie haben offensichtlich gekämpft, wie Allah sagt auch in Sure 9, das haben wir gestern gelesen, ich konnte meine Augen nicht fassen, was das steht, in Sure 9, 29, wer nicht an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, also alle Juden, Christen,
Alle Atheisten, alle, die nicht den Islam nachfolgen, sagt der islamische Gott, tötet alle. Allah bekämpfe sie, Vers 30, Allah bekämpfe sie alle. Also der Islam ist eine Religion des Mordes. Allah ist ein mordlistiger Gott, ein Gott, der gerne morden möchte. Im Alten Testament siehst du keine Morde, du siehst nur Totschläge von Menschen, die gegen Gott gekämpft haben. Aber zu morden findest du nichts, in der Hinsicht quasi, dass er für etwas gemordet wurde. Er wurde vielleicht totgeschlagen, entweder von Gottes Rache aus dem Alten Testament gegenüber einem Babylon, Sodom und Gomorra oder viele andere Sachen im Alten Testament. Aber Sure 9,29, die Muslime müssen alle Juden und Christen töten, Allah bekämpfe sie, Vers 30, der Gott des Korans hat nichts zu tun mit der Gott der Bibel. Und wenn er nicht der Gott der Bibel ist, sagt die Bibel, entweder Jesus Christus, Sohn Gottes oder Satan. Wer nicht den Sohn Gottes nachfolgt, laut der Bibel, der folgt dem Satan nach. Und ich kann dir über 20 Verse dafür geben von der Bibel. Wer nicht dem Sohn Gottes nachfolgt, der ist nicht in der Wahrheit und die Wahrheit ist nicht in ihm, wenn er nicht den Sohn nachfolgt. Und dementsprechend ist er nicht in der Wahrheit. Ja, aber ich sehe auch die Früchte von euch, wenn man die Wahrheit sagt, dass ihr nur beleidigen könnt. Dementsprechend werden die Kommentare auch bald ausgeschalten werden und dann werde ich solo predigen. Wer zuhören möchte, kann gut zuhören, sonst okay, alles klar. Dann machen wir es mal so. Anscheinend habt ihr ja keine Erziehung genossen von den Eltern. Anscheinend zeigt ihr die Früchte des Antichristen, die Früchte des Fleisches. Wir lieben jeden Menschen, wir erzählen die Wahrheit. Ich habe bis jetzt nicht beleidigt, ich habe bis jetzt nur Koranverse aufgezählt. Ich habe bis jetzt nur über den Islam konkret erzählt, was der Konzept des Gottesbildes des Korans ist und über die Bibel erzählt. Aber wir lieben ja unsere Nächsten, wir lieben unsere Feinde. Aber euer Gott Allah lehrt euch das. Allah lehrt euch, eure Feinde zu hassen, die Kuffar zu töten, obwohl laut der Bibel seid ihr die Kuffar. Und ihr seid ja die Antichristen, weil ihr nicht den Sohn Gottes nachfolgt. Somit ist Allah auch der Kopierer, der Täuscher, Sure 3,54. Und dementsprechend Offenbarung 12, der Teufel, der den ganzen Erdkreis täuscht und verführt. Dasselbe Bild mit der Sohn der Morgenröte aus dem Islam und Luzifer aus der Bibel. Identisch auch mit dem aus dem Alten Testament, Jesaja und dem Teufel mit dem Konzept des Gottesbildes, des Koran. Das ist keine Hetze, das kannst du dir nachschauen in Jesaja. Allah nennt sich ja selber der Sohn der Morgenröte. Dementsprechend wisst ihr, wenn jemand Ahnung hat, wer der Sohn der Morgenröte ist, nämlich Luzifer, der Lichtbringer, der auch Mohammed in Berg Jabal in der Höhle von Hira vor 1400 Jahren den Islam offenbart hat. Ganz klar, das war laut der Bibel ein verfluchter Engel. Und wer ist der verfluchte Engel? Luzifer, der Satan, Galater 1, Vers 8, verflucht ist ein Engel oder ein Mensch, die euch ein anderes Evangelium verkündigen, nicht das Evangelium, was wir euch verkündigt haben. Was bedeutet das? Wenn in Zukunft ein Mensch kommt und nicht den Sohn Gottes predigt, dann wisst ihr, meine Lieben, er ist verflucht. Wenn ein Mensch kommt, wie zum Beispiel Mohammed, der sagt, ich habe einen Engel gesehen, Jibrail, Gabriel, so glaubt nicht, liest in Lukas 1 und Lukas 2, wer der wirkliche Engel Gabriel ist. Wenn ein Engel zu euch kommt und nicht den Sohn Gottes predigt und ein anderes Evangelium verkündigt, dann ist dieser Engel verflucht. Somit hat für uns Ex-Muslime und für die Christen, die an Jesus glauben, der Teufel in eine Lichtgestalt Mohammed den Koran herabgebracht quasi. Es ist, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, Johannes 12, der Satan wurde verurteilt. Weil Jesus gekreuzigt wurde, ist der Islam entstanden. Der Islam wäre niemals entstanden, wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde. Aber da der Teufel durch das Werk am Kreuz gerichtet worden ist, so musste der Teufel, Iblis, Shaitan oder wie ihr auch ihn nennt, wurde gesandt und hat sich als Engel des Lichts verkleidet. 1. Korinther, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts und hat Mohammed ein falsches Evangelium gesagt und somit über 1,8 Milliarden Menschen in ein verfluchtes Evangelium hineinversetzt. Und wir als Evangelisten und Ex-Muslime, wir leben ein gefährliches Leben. Mir ist es aber egal. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, sagt der Herr. Wenn ich mein Leben verliere, wenn ich diesen Körper verlasse, wenn ich dieses Fleisch verlasse, dann weiß ich, wenn ich das Fleisch hier alles verlasse, dass meine Seele zum Herrn kommt. Wie auch im Psalm 91 oder war das Psalm 23, ich werde alle Zeit im Haus des Herrn bleiben. Wir können das gerne mal lesen.
Ich weiß, dass wenn ich mich an die Straßen stelle, jeden Samstag zum Beispiel, oder wenn ich draußen evangelisiere oder das für Arbeit mache, dann wissen wir, dass der Geist des Antichristen besonders bei den Muslimen sehr stark angelehnt ist. Die Muslime tanzen dann auch wirklich Tango in ihrem Geist und wollen dementsprechend die Ex-Muslime auch verfolgen. Ich lebe ein gefährliches Leben, das interessiert mich aber nicht. Da sieht man auch, wer der Wahrheit nachfolgt, wer den Hass in sich hat und wer die Liebe in sich hat. Der Unterschied zwischen ein Kind Gottes und ein Kind des Teufels, der nicht den Herrn Jesus nachfolgt. Es ist traurig zu sehen, klar, ich kenne den Geist des Antichristen, ich kenne die Muslime und wie der Geist in ihnen arbeitet, ich weiß, wie er arbeitet, ich arbeite damit seit langem, ich weiß, was das für ein Geist ist, ich weiß, dass sie nichts dafür können in der Hinsicht, dass sie nicht die Erkenntnis haben. Ich war selber 18 Jahre Muslim, ich weiß, wie die Muslime sind, ich weiß, wie sie ticken, ich weiß, wie der Geist wirkt. Der eine wirkt hasserfüllt, der andere ist religiös motiviert, ein religiöser Geist, der keine Ahnung hat, der denkt, er kann durch seine Religiosität in den Himmel kommen. Der gleiche Geist, die Pharisäer hatten, haben die Muslime auch heute. Was haben die Pharisäer und die Muslime gleich? Sie sind beide in ihren Sünden gestorben, weil sie Gottes Sohn im Fleisch abgelehnt haben, wie auch die Pharisäer und auch die Muslime heutzutage denselben Geist haben. Weil sie nicht die Herrlichkeit Gottes in Christus anerkennen wollen, ist das sehr, sehr traurig. Wir lesen mal Psalme. Ich liebe Psalme, besonders wenn es einem Menschen nicht gut geht, dann lese ich gerne Psalmen vor oder auch andere Sachen. Wir lesen mal Psalm 91 und dann Psalm 23. Sehr, sehr interessant jetzt. Ich liebe diese Psalme. Diesen Psalm liebe ich, warum? Weil ich ein gefährliches Spiel spiele, hier auf der Welt, für das Reich Gottes. Das interessiert mich aber nicht, wie die Jünger auch gestorben sind, ermordet worden sind, wenn das eines Tages der Fall wäre. Wenn der Herr möchte, dass ich von der Erde gehe und er mich nach Hause holt, dann soll es so sein. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, von der Seuche, die am Mittag wüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wippern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antwortete ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Ich habe keine Angst. Der höchste Gott, der allmächtige Gott der Bibel, bei ihm finde ich Schutz. Und wenn 10.000 Feinde zu meiner Rechten fallen, so trifft es mich nicht. Und euch nicht, meine lieben Geschwister. Habt keine Angst vor den Menschen, was der Mensch euch antun kann. Fürchtet Gott, denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Totenschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast meinen Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Lebenslang werde ich im Haus des Herrn bleiben. Jeder wiedergeborene Christ hat die Versicherung, ewiglich im Haus des Herrn zu weilen, im neuen Jerusalem, wo wir als Könige und Priestern herrschen werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit mit dem Vater und dem Sohn in der Freude des Heiligen Geistes. Und traurig, dass viele Menschen nicht ins Reich Gottes eingehen, denn der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Möge der Herr in dieser Endzeit viele Muslime retten, viele Atheisten, viele Menschen, die verloren sind, Menschen, die wissen nicht, dass sie in ihren Sünden sind, Menschen, die ja ihre Seele nicht dem Herrn Jesus anvertrauen und ewiges Leben empfangen.
Lesen wir mal ein Vers aus und erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euch ist das Reich Gottes. Glückselig, die jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohn des Menschen willen. Freut euch an jenen Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihren Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Wie auch Mohammed ein falscher Prophet ist für die wiedergeborenen Christen. Matthäus 7 ist Mohammed ein falscher Prophet. Galater 1, Vers 8 ist Mohammed der falsche Prophet. Und das ist traurig, dass sie das nicht lesen, ne, aus der Bibel. Dass sie das nicht lesen und dass sie das einfach ihre Seelen, ich denke mir manchmal, sie interessieren gar nicht für ihre Seele. Sie wissen nicht, dass sie ohne den Herrn Jesus keine Vergebung der Sünden haben und nicht im Geist wandeln. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß der Wesenart des Fleisches sind, sondern gemäß der Wesenart des Geistes. Wer durch den Geist wandelt, gibt es kein Gesetz. Denn wer wirklich durch den Geist Gottes wandelt, der ist vom Gesetz weg. Der wandelt im Geist, der ist heilig vor Gott. Der wandelt im Geist Gottes. Römer 8, 14. Alle Menschen, die durch den Geist Gottes wandeln, das sind die Söhne Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind im Herrn eins. Und das können die Muslime nicht von sich sagen, weil sie lehnen den Sohn ab, und wer den Sohn ablehnt, der lehnt den Vater und den Heiligen Geist ab. Darum haben die Muslime und alle anderen falschen Religionen nicht die Erkenntnis und nicht die Wahrheit in sich. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde. Wir lieben unsere Feinde. Allah liebt nicht seine Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen, wie die Muslime mich beleidigen und mich fluchen. Ich bete gerne für euch, meine lieben Muslime, das tue ich sowieso fast jeden Tag, eigentlich jeden Tag. Ihr flucht mich, ihr hetzt gegen mich, ich bete für euch. Da sieht man auch der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Antichristen, die Kinder des Teufels. Ne? Sie fluchen gegen uns. Letztens hat einer geschrieben: Der Fluch Allahs sei auf dir. Ah, wirklich, der Fluch Allahs. Sehr interessant, mein Lieber. Möge der Herr Jesus euch alle segnen, wirklich. Und auch an die Muslime. Möge Gott der Vater und der Herr Jesus Christus euch retten. Ja. Sie wissen gar nicht, dass ich sie liebe, ne? Auch wenn ich so harte Worte gegen den Geist des Antichristen im Islam spreche. Ich beleidige nicht die Muslime, ich will sie aufklären. Ich möchte, dass sie darüber nachdenken, was die Heilige Schrift sagt. Ja. Bist du für ein Landsmann? Ich bin geboren in Syrien und bin hier aufgewachsen, seitdem ich ein Baby bin. 1999 bin ich geboren, 1999, und im Jahr 2000, glaube ich, war ich hier im Jahr 2000, vor ungefähr 23 Jahren. Genau, vor ungefähr 23 Jahren. Alhamdulillah, glauben wir an den wahren Jesus. Hier fehlt es dir an Erkenntnis. Hier fehlt es dir an den Heiligen Geist. Dein Jesus, Isa ibn Maryam, ist historisch eine falsche Person, eine nicht existente Person. Wir glauben an den Sohn Gottes, der historische Sohn Gottes, Jesus von Nazareth, der historisch belegt ist. Dein Isa ibn Maryam ist, ja, du kannst auch an den Weihnachtsmann glauben.
Eher, und du kannst auch an den Nikolaus glauben oder an den Osterhasen. Der ist auch so real wie auch ein Isa ibn Maryam. Der wahre Jesus hat niemals gesagt, dass man ihn anbeten soll. Doch, das hat der Herr Jesus oft gesagt. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, betet mich an. Jesus wurde als Baby angebetet. In Lukas 1 und Lukas 2 lesen wir das. Jesus wurde als Baby angebetet. Jesus wurde im Schiff von den Jüngern angebetet. Jesus wurde angebetet in Galiläa. Jesus wurde angebetet von den Blinden, den er geheilt hat. Jesus sagt, alles, was ihr betet in meinen Namen, das werde ich euch tun. Jesus fordert auf, dass wir ihn anbeten sollen. Und dann in Johannes 5, so wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet keinen Menschen, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn Gottes ehren, wie sie auch den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt Gott. Den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wer nicht den Sohn ehrt, der ehrt den Vater nicht, den er gesandt hat. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und da steht ganz, ganz klein, Jesaja 42, 8. Ich bin der Herr, dein Gott, ich gebe meine Ehre keinen, ich gebe meine Ehre nicht den Götzen und nicht irgendjemanden, ich gebe meine Ehre keinem Geschöpf. Der Sohn sagt aber, wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Was bedeutet das? Jesus ist kein Geschöpf, sondern Jesus ist Schöpfer. Jesus ist Schöpfer, weil Gott gibt seine Ehre niemanden. Und wer den Sohn nicht ehrt wie den Vater, ja, da wisst ihr den Unterschied zwischen einem Propheten und Gott in Menschengestalt. Das Konzept des Messias ist bei euch falsch. Das Konzept des Messias ist im Alten und im Neuen Testament ganz klar. Jesus, Gott, starker Gott, ewig Vater, Altes Testament, Jesaja 9, Vers 5 und so weiter. Ich könnte euch so viel zeigen. Jesaja 43, sehr interessant. Jesaja 43, Vers 3. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein Erretter. Außer mir gibt es keinen Retter. Es gibt nur einen Retter, Gott. Und was sagt der Engel Gabriel zu Maria? Der Engel Gabriel sprach, nicht zu Maria, sondern das war in Lukas 2. In Lukas 1 sprach er zu Maria und Lukas 2 sprach er zu den Leuten, die dann dort waren. So, dann sprach er, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, wir haben gerade gehört, wer ist der Retter aus dem Alten Testament? Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Erretter. Und Jesus ist, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter aus dem Alten Testament Gott geboren. In Bethlehem. Und ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt sehen, in einer Krippe. Gott hat noch nie jemanden gerettet. Gott hat dich gerettet am Kreuz, als er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder er gesagt hat, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er seinen Geist aufgegeben hat und gesagt hat, sie sind es wert, ich sterbe für meine Geschöpfe. Der Schöpfer, Jesus, kam in seine Schöpfung und starb für dich am Kreuz. Lies Hebräer 1, 6 bis 9, sehr gerne. Sehr schöner Vers, lesen wir gerne, Hebräer 1, 6 bis 9. Ich verstehe nicht, wie die Leute in mein Live kommen und dann zu mir sagen, ich soll leise sein. Also ich bin nicht leise, ich bin ein Evangelist, ich rede gerne über den Herrn Jesus, aber du kannst gerne einmal nach unten swipen, so. Und dann bist du aus dem Schneider und dann kannst du dir gerne dir einen Abdul Bara anschauen oder einen Hamdi, der sich gerne mit Kamelurin beschäftigt und sagt, Kamelurin ist Sunna und der würde sich auch gerne auch trinken lassen von dem Kamelurin. Wenn du dir sowas dir gerne anschauen möchtest, dann schau dir muslimischen Content an, der sich so einen Schwachsinn gibt. Aber hier lernst du auf jeden Fall über den Herrn Jesus und über die Wahrheit. Wenn du in mein Live kommst, dann respektiere, hetze nicht, frage gerne, sei respektvoll und dann werde ich deine Frage beantworten. Wenn nicht und wenn du keine Erziehung genossen hast, dann ja, wirst du gestummt werden, wenn du auch gewisse Sachen von dir gibst in den Kommentaren. Das ist mein Live, ich bin Christ, ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim, ich kläre auf, ich möchte, dass die Muslime nachdenken, ich möchte, dass die Christen, dass ich sie aufbaue. Genau. Nur nebenbei, falls eine Muslima, hier hat gerade auch eine Muslima gegen mich gehetzt und ich sage euch jetzt als Muslimas,
weil ich sehe, ich trage zum Beispiel keine Kopftücher. Jetzt rede ich nicht vom Christentum, sondern jetzt rede ich über den Islam. Laut der Sunna von Mohammed gehst du in die islamische Hölle, in Jahannam, wenn du dich vor den Menschen zu zeigst. Also du hetzt mich, aber kennst deinen eigenen Glauben nicht, du gehst wegen deinem Kopftuch laut dem Islam in die Hölle und sagst mir und hetzt gegen mich, obwohl dein eigener Prophet sagt, du, die meisten Frauen sind in der Hölle. Mohammed hat gesagt, die meisten Frauen sind in der Hölle. Also, wo ist der Sinn? Ich verstehe die Muslimas nicht in dieser Religion. Haben sie mal die Hadithe gelesen? Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen werde, aber Aisha hat viel Zeit verbracht, die Spermaflecken von der Kleidung von Mohammed, die er auf sie vergossen hat, zu putzen. Da steht wirklich, das ist ein authentischer Hadith. Und die Muslimas denken nicht darüber. Ja. Moment, Leute. Ich mach mal was. Ich versuch mal hier was zu machen. So, okay. Ich rezitiere keine Worte der Schlange. Ich rezitiere nur Gottes Wort, die Bibel. Ja, das ist so blöd hier, ne? Mit der Handyhalterung. Aber alles gut. Hattest du vor deiner Taufe auch so viele Anfechtungen? Tatsächlich sind die Anfechtungen zurzeit nicht so schlimm, weil ich auch mein Fleisch versuche zu kreuzigen und ich versuche durch den Geist zu wandeln und nicht in die Begierden des Fleisches. Ist die Anfechtung auch nicht so stark, weil der Herr mir auch hilft. Ich kreuzige gerne mein Fleisch, ich will nicht im Fleisch wandeln, wie zum Beispiel sexuelle Unmoral, Unzucht, Pornografie. Leute, hört auf mit dem. Ihr könnt frei werden. Hört auf mit Lügen, Stehlen, Ungehorsamkeit der Eltern gegenüber. Hört auf mit eurer unchristlichen Verhaltensweise gegenüber anderen. Hört auf zu beleidigen, meine Lieben. Es lohnt sich nicht. Denn aus dem bösen Schatz des Herzens kommt das Böse hervor und aus dem guten Schatz des Menschen deinem Herz kommt das Gute hervor, meine Lieben. Also, und dann steht da noch, am jüngsten Tag, am Tag des Gerichts, werdet ihr für alles unnützige Wort, das aus eurem Mund gekommen ist, Rechenschaft ablegen. Für jedes unnütze Wort, was ihr geredet habt, werdet ihr Rechenschaft ablegen vor dem heiligen Gott Jesus Christus. Genau. Wie viel Rakat hat ein Wudu? Da du auch mit schlangenartigen Fragen kommst und mich versuchen möchtest, sage ich dir ganz klar, es gibt kein Rakat in Wudu. Aber schön, dass du auch deine schlangenartigen Fragen stellst, wie auch die Pharisäer schlangenartige Fragen den Herrn Jesus Christus gestellt haben. Um den Herrn Jesus zu versuchen, sind die Muslime auch so. Möge der Herr, der Vater, der Allmächtige und der ewige Sohn Gottes euch retten durch die Freude und die Gnade des Heiligen Geistes. Der Herr sagt in Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht alle zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Zeit, bis ans Ende der Weltzeit. Hebräer, lesen wir mal. Jetzt wird es sehr interessant. Jetzt wird es sehr, sehr interessant. Wir lesen die ersten 12, 13 Verse. Nachdem Gott, und jetzt meine lieben Muslime können gerne auch zuhören, denn da steht ganz klar, Gott hat durch die Propheten gesprochen und dann durch den Sohn. Der Sohn ist unterschieden von einem Propheten, der Sohn ist der ewige Gott im Fleisch. Nachdem Gott vielfältig und auf viele Weise ehemals zu den Vätern geredet hat,
in den Propheten. Hat er, der Vater, am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn? Den Sohn hat er zum Erben aller Dinge eingesetzt. Durch den Sohn hat auch der Vater die Welten, die Zeiten geschaffen. Hier wird ganz klar unterschieden von Jesus Christus, von einem Propheten. Hier steht ganz klar, Jesus ist der ewige Sohn. Damals hat Gott, der Vater, im Alten Testament durch die Propheten gesprochen. Nun hat der Vater durch den Sohn gesprochen. Er hat den Sohn eingesetzt zum Erben von alle Dinge, alles Sichtbare und Unsichtbare, alles im Universum hat der Vater dem Sohn übergeben. Und durch den Sohn, durch das Wort Gottes, hat der Vater auch die Welten geschaffen. Jesus Christus, er, der Sohn, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Der Sohn Gottes ist die Ausstrahlung und das Wesen des Vaters. Der Sohn ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und Abdruck seines Wesens, ein Wesen mit dem Vater. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt er. Hat sich Jesus, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, durch die Kreuzigung und die Auferstehung, zu Rechten Gottes des Vaters der Majestät in die Höhe gesetzt. Und Jesus ist um so viel erhabener geworden als die Engel, die er einen Namen, vorzüglichen Namen, vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchen der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen Jesus anbeten. Alle Engel Gottes sollen Jesus anbeten. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen, von dem Sohn spricht er. Jetzt spricht der Vater über den Sohn. Die Muslime können auch gerne jetzt zuhören. Jetzt spricht der Vater in diesen Versen über den Sohn. Dein Thron, Gott. Der Vater nennt den Sohn Gott. Ja, der Vater nennt den Sohn Gott. Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter des Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Zweimal Gott, Vater und Sohn. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und dann spricht der Vater über den Sohn. Du, Herr, also der Vater nennt den Sohn auch Herr. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind die Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du die Himmel zusammenrollen wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchen der Engeln aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Amen. Jesus ist Gott. Der Vater nennt den Sohn Gott. Du wirst vor den Aussagen, vor dem Herrn Jesus Christus stehen, Römer 14. Es gibt kein Kursi Allah, sondern Kursi Jesu el-Messih, Yeshua HaMashiach, Isus Christus, Jesus Christus. Du wirst vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Römer 14, alle Menschen werden vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Leute, schreibt mal in den Chat, Jesus ist Gott. Schreibt mal alle, Jesus ist Gott. Schreibt mal alle hinein, Jesus ist Gott. Schreibt mal alle hinein, Jesus ist Gott, damit die Muslime das in ihren Köpfen haben. Die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist Gott. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus ist Gott. Er ist der wahrhaftige Gott. Amen.
Amen. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der selbst Gott ist, er hat uns den Vater gezeigt. Warum nicht mehr Schlachter? Ich lese gerade die Elberfelder, weil das ist ein Großbuchstaben. Ich lese die Elberfelder, weil es sind gerade Großbuchstaben. Guck mal, wie groß die Bibel ist. Siehst du? Jesus wird das Kreuz brechen. Nein, sondern er wird seine Feinde, auch die Antichristen, der Islam, unter dem Schemel seiner Füße lagern. Er wird nicht das Kreuz brechen, sondern er wird seine Feinde, auch den Islam, Offenbarung 19, Offenbarung 20, in die Ewigkeit vernichten werden. Also, auf gut Deutsch, tut mir leid, dass ich das sage, träum weiter. Träum weiter, dass das geschehen wird. Aber ich kann dir gerne sagen, was die Offenbarung sagt. Was sagt die Offenbarung über den Herrn Jesus? Findest du die Elberfelder besser als die Schlachter? Ich finde beide gut. Beide sind gut. Beide sind sehr gut. Die Elberfelder und die Schlachter. Ich lese zu Hause generell nur die Schlachter, aber ich liebe auch, wenn ich hier gerade die Elberfelder lese, ist auch sehr schön. Genau. Offenbarung Jesu Christi. Lesen wir mal, was steht denn in der Offenbarung? Was passiert denn, wenn Jesus wiederkommt? Kommt er als Prophet oder kommt er als Gott? Die Bibel sagt, er kommt als wahrhaftiger Gott, als Löwe von Juda. Weder wird er das Kreuz brechen, noch wird er das Schwein töten, wie Abdu'l-Bahá in seiner Fantasie. Fantasiert gerne in seinen Vorträgen, in seiner Moschee. Das sind Fantasiegeschichten, Geschichten aus dem Paulanergarten. Solche Geschichten würde ich meinem Kind auch nicht erzählen würden. Aber wir erzählen mal, was die Bibel hat, die Heilige Schrift sagt, über das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns für unsere Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er, Jesus, kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Amen. Lesen wir mal über die Person des Herrn Jesus bis Vers 17. Und das Aussehen. Lesen wir mal über das Aussehen des Herrn Jesus in seiner Göttlichkeit. Nicht als Mensch, in seiner Göttlichkeit des Herrn Jesus. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitarbeiter, Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und jetzt sieht Johannes die Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, der glich einen Menschensohn. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme, die des Herrn Jesus, wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht des Herrn Jesus leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich Jesus, also ihn, sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste
und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Totenreiches und des Hades. Also ganz klar, Jesus sagt, ich bin wul awwal wul akhir, arabisch, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Der Herr Jesus war tot und siehe, er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt möchte ich gerne noch Offenbarung 5 vorlesen, extra auch für die Muslime, damit sie das hören. Offenbarung 5, die Anbetung des Lammes. Damit sie sehen, eines Tages wird das ganze Universum Jesus Christus anbeten. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Jesus öffnet die Siegel in der Endzeit und dann werden die Plagen auch kommen. Genau. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Wer ist das Lamm? Was sagt Johannes in Johannes 1? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und jetzt lesen wir in Offenbarung 5, jeder wird das Lamm Gottes anbeten. Wie geht es dir, Alan? Hi Jana, Gott segne dich, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Alles klar bei euch? Wie geht's euch? Jeder wird den Herrn Jesus Christus anbeten. Lesen wir mal. Ich mache kurz meinen Akku aus meinem iPhone raus. So, wir haben 100%. Ich glaube, 100% sind genug. So. Wir lesen mal weiter. Antwortest du auf Insta? Also ich antwortete, tut mir leid, heute rede ich Blödsinn ab und zu. Ich antworte nur, wenn es auch Sinn macht und wenn es auch... Bitte stellt mir keine Fragen, die man auf Google in 2 Sekunden beantworten kann. Ihr müsst wirklich schreiben, ein Bibelvers und Auslegung zum Beispiel. Weißt du? Aber wenn du andere Fragen hast oder du möchtest, weiß ich nicht, zur Evangelisation kommen oder zum Thema Taufe, zum Thema Gemeinde oder die Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus oder du hast persönliche Fragen, du hast Probleme, du lebst in Sünde, du möchtest frei werden, solche... Ich beantworte wirklich sehr viele Fragen. Genau. Okay, lesen wir mal. Die Anbetung des Lammes. Jeder wird den Herrn Jesus anbeten. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Jesus ist das Lamm Gottes. Nur zur Info für die, welche die nicht wissen. Stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch. Jesus nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Der Sohn Gottes, das Lamm Jesus, nimmt das Buch vom Vater. Der Vater gibt dem Sohn das Buch. Und dann, und als es das Buch nahm, als Jesus das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Also wir lesen, die Engel beten Jesus an, die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Herrn Jesus Christus, dem allmächtigen Gott. Jesus ist der allmächtige Gott und das werde ich euch jetzt gleich zeigen, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Sie fielen nieder vor Jesus, vor dem Lamm, und sie hatten jede eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sangen, also singen jetzt alle ein Lied für den Herrn Jesus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie zu unserem Gott für ein Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und jetzt lesen wir mal. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron Gottes und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel, die alle mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, Jesus Christus, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, der Vater und dem Lamm, gebührt der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschöpf, alle Muslime, alle Geschöpfe im Universum werden den Vater und den Sohn anbeten. Jedes Geschöpf auf der Erde, unter der Erde, im Himmel, jeder Engel, jeder Mensch wird den Vater und den Sohn anbeten. Jedes Geschöpf wird den Herrn Jesus anbeten. Eines Tages wird dein Knie sich beugen vor dem Herrn der Herrlichkeit, und dann möchte ich deine Blasphemie erneut hören, denn es ist Blasphemie zu sagen, Gott hat keinen Sohn. Er ist ein Wesen mit seinem Sohn. Darum sage ich euch, der Islam ist voller Täuschungen. Täuschungen, Allah hat keinen Sohn. Ja, Allah ist auch nicht der Gott der Bibel. Er täuscht euch alle total. Sure 354, Allah ist der größte Täuscher. Es ist Blasphemie zu sagen, Gott hat keinen Sohn. Für euch ist es Blasphemie zu sagen, Gott hat einen Sohn. Ihr blasphemiert mit der Absicht, dass ihr eigentlich nicht blasphemieren wollt. Das ist Doppelmoral und widerspricht sich in jeglicher Hinsicht komplett. Es ist komplett krass, wie der Koran aufgeteilt ist. Es ist so eine Täuschung in sich. Es ist so eine krasse Täuschung. So krass. Es ist so krass, wie der Teufel so viele Seelen in die Hölle führt. Bitte, mein Bruder, erkläre ihnen Johannes 17, 1 bis 5. Soran, gerne Soran, kann ich gerne erklären. Johannes 17, 1 bis 5, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Johannes 17, 1 bis 5. So. So. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch ehe die Welt war. Jetzt gehen wir mal durch. In Johannes 17,1 verherrlicht der Sohn den Vater und der Vater verherrlicht den Sohn. In Vers 3 sagt der Sohn, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Erstens, die Muslime, wenn sie behaupten, dass hier steht, Jesus ist kein Gott, das steht nicht. Da steht allein wahrer. Und im Altgriechischen steht da das allein wahrer für Gott. Nicht nur für den Vater, sondern allein wahrer Gott. Jesus ist auch der allein wahre Gott. 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also wenn du so ein Spiel mit uns Christen spielen möchtest, mein lieber Moslem, dass du sagst, in dem Vers ist allein wahrer Gott nur auf den Vater. Nein, 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 nein. Allein wahrer ist im Altgriechischen im Kontext gesehen auch auf den Sohn. Nicht nur auf den Vater. Allein wahrer ist auf Gott bezogen und Jesus ist auch der wahre Gott. 1. Johannes 5, Vers 20. Wenn du sagst, mit diesem Vers, Jesus ist nicht Gott, dann kann ich dir 50 andere Verse geben, die bezeugen, Jesus ist Gott. Hier steht, dass sie dich den allein wahren Gott erkennen, oder? Jetzt lesen wir den gleichen Vers über Jesus, dass Jesus auch der allein wahre Gott ist. Also wenn du dieses Spiel spielen möchtest, dann spiele ich dieses Spiel gerne mit dir mit. Und wir haben sogar den Vers nicht zu Ende gelesen. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch ehe die Welt war.
Also wenn wir dein Spiel spielen mit Isa ibn Maryam, dann macht es auch keinen Sinn, mein lieber Moslem. Denn Jesus sagt, der Vater hat alles über alles Fleisch mir gegeben und ich existiere schon, bevor die Welt geschaffen wurde. Also wenn wir dieses Spiel spielen mit Johannes 17, 1 bis 5, dann kann ich dir sagen, du bist ein Heuchler, weil du nicht aus dem Kontext weiterliest. Jesus war und Jesus ist und Jesus wird immer derselbe sein. Hebräer 13, Vers 8. Und da steht ganz klar, Jesus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Genau. Jetzt lesen wir mal den gleichen Vers aus Johannes 17,3 in 1. Johannes 5, Vers 20. Sehr interessant. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also wir haben denselben Vers in Johannes 17,3 über den Sohn auch hier. Jesus ist auch der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn wir dieses Spiel spielen, ich spiele es gerne mit dir, mein lieber Moslem. Hier hast du dein Vers. Jesus ist auch der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So, ich werde kurz weg sein. Ich bin für 2 Minuten da. Der Bruder Omar, ich bin ja gerade beim Bruder Omar, er ist auch gerade weg. Ja, ich hoffe, er kommt bald wieder. Ich hoffe, wir gehen dann auch was essen. Ich bin in 1 Minute oder 2 Minuten bin ich da, ne? Ich kann leider niemandem die Kamera geben, quasi in der Hinsicht, dass niemand hier ist. Ich bin ja alleine hier. Ich bin gerade alleine hier. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Ja, alles gut. Alles klar. Okay, anscheinend ist der Bruder Omar noch hier. Ich dachte, er wäre schon weg. Wie geht's euch? Alles klar? Wer kommt nach Frankfurt morgen? Wer hat Bock, morgen mich zu sehen? Wer hat Lust, morgen mit mir zu reden? Kommt wer von euch morgen? Wenn nicht, dann guckt euch mein Livestream morgen an. Kommt morgen auch wahrscheinlich. Bitte nach Stuttgart. Zurzeit nur in Frankfurt. Antwortest du, wenn ich dir schreibe?
Auf Instagram würde ich eher antworten. Alan Seelengewinner. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Petrus 3,18. Amen. Genau, also wenn ihr Lust habt und Zeit habt, morgen könnt ihr nach Frankfurt kommen. Was steht da im Hintergrund? Tempel des Heiligen Geistes. Nicht länger ein Sklave der Sünde. Ausgezeichnet einmalig. Berufen, heilig zu sein. Befreit. Von Jesus angenommen. Gerecht gesprochen. Kind Gottes. Hochgeschätzt. Er jubelt über dich. Was steht da noch? Himmelsbürger. Wir haben das Anrecht, Kinder Gottes zu sein und wir sind Himmelsbürger. Dann steht da nicht verurteilt. Wir sind nicht verurteilt. Wenn wir an den Sohn Gottes glauben, werden wir nicht gerichtet. Genau, das steht hier im Hintergrund. Wie lange bleibst du noch in Frankfurt? Wahrscheinlich bis Montag. Mal gucken, wie der Herr das möchte, ne? Ihr werdet alle sehr bald einen Chip rein unter eurer Haut kriegen. Okay? Wie heißt du bei Instagram? Alan Seelengewinner. Instagram Alan Seelengewinner. Oder vielleicht ein bisschen länger. Was meinst du, Sarah? Frankfurt ist leider zu weit. Alles gut, mein Lieben. Eines Tages werden wir auch deutschlandweit, so der Herr möchte, kommen. So der Herr möchte, werden wir auch deutschlandweit evangelisieren. So, wir machen das ein bisschen näher hier. Okay, so, das passt. Oder? Ja. So. Vielleicht ein bisschen länger in Frankfurt bleiben. Ach so, das meinst du? Ja, mal gucken. Bruder, mach weiter, so bin der Cousin von Mo, Gottes Segen. Hi, Gottes Segen. Hi, Jakob Simon, wenn ich mich nicht täusche. Jakob Simon, oder? Du bist dann wahrscheinlich Jakob Simon. Gott segne dich. Gott segne euch. Oder liege ich da jetzt falsch? Ich denke schon. Hast du nach wie vor wieder nach Frankfurt zu kommen? Ja, ich werde öfters nach Frankfurt kommen und auch irgendwann einmal andere Städte in Deutschland zu evangelisieren. Bestimmt, auf jeden Fall, bin davon überzeugt. Du liegst richtig, Bruder. Sehr schön. Der Herr segne euch. Gottes Segen. Wurde die Bibel verfälscht? Nein. Die Heilige Schrift ist im Urtext dieselbe, also dieselbe Botschaft, dieselbe Nachricht. Wir haben, wie gesagt, die 24.000 Manuskripte, wir haben den Codex Sinaiticus, eine 1600 Jahre Belegschaft, eine Bibel, die alles bezeugt. Wir haben Psalm 12, dass die Worte des Herrn reine Worte sind und du wirst deine Worte bewahren, Herr, in Ewigkeit wirst du dein Wort bewahren, also Gott bewahrt sein Wort. Wir haben die Beweise, dass Gottes Wort, die Bibel, zu 100% authentisch ist. Was hast du für eine Nationalität? Ich bin tatsächlich geboren in Syrien und bin hier aufgewachsen. Ich bin seit 23 Jahren hier. Ich bin Ex-Muslim. Ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim, bis der Herr Jesus Christus sich mir offenbart hat und ich Christus angenommen habe und ich reingewaschen worden bin, ne? Wiedergeboren bin. Wie alt bist du? Ich bin 24. Was ist meine Arbeit? Meine Arbeit ist für das Reich Gottes, dass andere Menschen auch die Wahrheit erkennen in Christus Jesus und damit die Menschen heutzutage in dieser gottlosen, tut mir leid, dass ich das so sage, Generation endlich aufwachen und für den Herrn leben.
meine Generation soll für den Herrn Jesus leben. Ich möchte nicht, dass sie verloren gehen oder in die Welt hinein, wie ich das gemacht habe. Genau. Ich lese weder Al-Fatiha, weder lese ich irgendeine Worte der Schlange. Ich habe den Islam verlassen und rezitiere nur Gottes Wort, die Bibel. Bist du Kurde? Gott segne dich. Ja, ich bin syrischer Kurde. Ich bin Kurde und genau, bin jetzt seit 6 Jahren Christ. Warum antworten Sie nicht auf meine Kommentare, sondern hindern mich? Alles klar. Aber danke, dass du mich so respektvoll anschreibst. Vielleicht lese ich deinen nächsten Kommentar auch, den letzten habe ich nicht gesehen. Ich bin auch der einzige Christ in meiner Familie, der einzige Wiedergeborene, der einzige von den 99 Schafen, der gefunden wurde. Das schwarze Schaf, das verloren war und jetzt gefunden wurde. Taufst doch, Leute. Mal schauen, wenn der Herr möchte, werde ich das tun. Guck, das nächste Mal, Leute. Guck mal, das nächste Mal machen wir den. Guck, das nächste Mal machen wir den hier. Warte. Egal, ich zeig's euch das nächste Mal. Wir haben hier eine Tafel, wie bei der Schule, so eine Tafel hier. Vielleicht könnt ihr was reinschreiben. Vielleicht kann ich euch so eine, auf der Tafel so ein paar Sachen zeigen. Warum und jenes und ein bisschen. Ihr kennt das doch, oder? Mit dem Bild und dann mit dem Blatt. Und dann so wie auf der Schule so schreiben. Das machen wir vielleicht mal. Bist du Ex-Muslim? Ja. Mach Online-Unterricht. Ja. Oh, schade, alles auf Boden gehen. Alles gut. Wie haben deine Eltern reagiert? Meine Mutter ganz okay, die andere nicht so, aber alles gut. Freust du dich auf morgen? Ja. Morgen ist gut. Morgen wird ein schöner Tag. Bruder, eine Frage. Vergibt Gott für schwere Sünden? Die Bibel sagt, jede Sünde wird den Menschen vergeben werden. Wer aber gegen den Geist lästert, den wird nicht vergeben werden. Wer gegen den Sohn des Menschen eine Aussage tätigt und gegen den Herrn Jesus spricht, den wird vergeben werden. Wer aber gegen den Geist spricht und lästert, den wird niemals vergeben werden. Die Shahada ist ein Ticket in die Hölle, laut der Bibel. Ich werde weder die Shahada aufsagen, noch werde ich irgendein Beweismaterial dir geben werden. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Ich bin kein Muslim, der aus dem Bösen die ganze Zeit schwört, Wallah Bruder hier, Wallah Bruder da. Das gibt's bei uns wahren Christen nicht, wiedergeborene Christen. Schwören kommt vom Bösen. Wenn ich dir sage, ich bin ein Ex-Muslim, dann ist mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein. Wenn du mein Ja nicht glaubst, dann interessiert mich das nicht, weil mein Ja ist ein Ja und ich bin ein Mann und ich stehe zu meinem Wort. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Lästerung gegen den Geist ist nicht der Glaube an Jesus. Genau, wenn das sagt auch der Herr in Johannes 8,24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer nicht Jesus als seinen Herrn und seinen Retter annimmt und in seinen Sünden stirbt ohne den Sohn Gottes, der ist für alle Ewigkeiten verloren. Das ist die schlimmste Sünde in der heiligen Bibel, Gottes Wort. Lass dich nicht unterkriegen. Alles gut, mir geht's gut. Mir geht's gut. Sollen sie quatschen. Alles gut, ich mach mich nicht runter. Wir lesen mal ein bisschen aus dem Johannes vor, weil aus dem Johannes sind so krasse Verse drin, was nicht selbstverständlich ist.
Und ich lese das so oft vor und ich sage es den Leuten auch so oft, diesen Vers, aber ich möchte, dass sie darüber nachdenken, was hier steht. Guck mal. Jesus sagt, wenn man jemanden umbringen tut, wird doch auch nicht vergeben. Unterscheidet von Morden und Töten. Es ist ein großer Unterschied zwischen Morden und zu töten. Damals im Alten Testament wurde viel quasi vom Herrn auch so gemacht, getötet, nicht gemordet. Wenn du jemanden überfährst, ist das Morden, wenn du ihn unabsichtlich überfährst, aus Versehen. Du mordest nicht, sondern du tötest. Das ist falsch übersetzt. Die Leute denken wirklich, das ist dann auch Morden. Nein. Ein Massenmörder in einer Schule, der 24 Kinder umbringen will und du ihn außer Gefecht setzt, bevor er die Kinder was antut, ist das dann Morden? Das ist dann Töten. Das ist ein großer Unterschied und das wird viel falsch übersetzt. Lesen wir mal Johannes 18 und Johannes 20. Ich befürworte natürlich das nicht, aber es ist ein großer Unterschied zwischen Morden und zu töten. Und anscheinend kommt ein Mörder in den Himmel. Ja, die Bibel sagt sogar, wenn du in deinem Herzen deinen Mitmenschen gehasst hast, so hast du ihn in deinem Herzen getötet. Wenn du deinen Bruder hasst in deinem Herzen, hast du ihn in deinem Herzen schon getötet. Ja, Moses hat getötet. König David hat getötet. Paulus hat getötet. Befürworte ich das natürlich nicht. Aber sie sind auch gerettet. Warum? Weil sie Reue getan haben, Buße getan haben. Sie haben Buße getan, sie haben es bereut, sie sind umgekehrt von ihrem Leben. Lesen wir mal Johannes 18, ich liebe den Vers. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört den Sohn Gottes, der folgt den Sohn Gottes, meine Lieben. Darum, wer nicht den Sohn Gottes nachfolgt, der ist nicht aus der Wahrheit. Und wer nicht den Sohn Gottes nachfolgt, der ist aus der Lüge und folgt dem Fürsten, dem Satan, mehr als der Wahrheit, Jesus Christus. Trotzdem ist Jesus kein Freifahrtschein, so oft zu sündigen, wie man will und viele falsch verstehen. Genau, es ist kein Freifahrtschein für Sündigen. Wir sind dazu berufen worden, heilig zu leben, wie es auch hier steht. Wir sollen heilig leben. Berufen, heilig zu sein. 1. Korinther steht hier oben. Wir müssen heilig wandeln. Berufen. Kann jemand, der nicht Christ ist, ins Paradies kommen? Nein. Ohne den Sohn Gottes gibt es kein Paradies. Wenn du nicht den Geist des Christus hast, bist du nicht sein, sagt die Heilige Schrift. Lesen wir mal Johannes 14, damit die Leute auch verstehen. Ganz kurz, ab Vers 6 bis 10. Weil hier steht sehr, sehr interessant. Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Oder wir lesen mal von Johannes 14, 1, sehr auch interessant. Okay, was, wenn ein christlicher Mann ein nicht christliches Mädchen vergewaltigt, wer kommt wohin? Was sind das für Fragen? Ich möchte solche Fragen nicht beantworten. Was sind das, Leute? Sind wir bei Sheikh Ibrahim, dass jemand sagt auf, macht für mich keinen Sinn. Nee, ich verstehe es auch nicht. Da kommt damit Vergewaltigung und hin und her. Was sind das für Fragen?
Egal. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ich glaube, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch sagen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr den Vater und habt den Vater gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Ganz klar, der Vater ist in dem Sohn und der Sohn ist in dem Vater. Wer den Herrn Jesus gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Wer den Sohn gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Und jetzt lesen wir mal. Nein, wir haben keine zwei Götter. Du verstehst die Heilige Schrift nicht. Ein Gott, ein Wesen. Das Wort Gottes, Jesus, ist ein Wesen mit dem Vater. Ein und derselbe Gott. Shema Israel, höre Israel, euer Gott ist ein Gott. Das ist das Shema Israel, höre Israel, euer Gott ist ein Gott. Johannes 12, 37. 3 in 1 also, genau. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, ein Wesen, dreipersonal. Der Vater ist der Urheber. Durch den Sohn ist der quasi der Vater hat den Sohn. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wahren Gott von wahren Gott. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Wenn Jesus zu Gottes Rechten im Himmelreich sitzt, dann sind doch zwei, oder? Das ist falsch gedacht. Also nur weil da steht zu Rechten des Vaters, heißt das nicht, dass es eine physische Ebene ist. Die Rechte des Vaters bedeutet nicht quasi jetzt zwei Throne. Viele verstehen das so in der Hinsicht. Aber ich denke auf jeden Fall, entweder es ist mit zwei Thronen gemeint oder es ist nur ein Personal in der Hinsicht. Aber wir wissen nicht. Vielleicht hat der Vater auch eine Gestalt, von der wir nicht wissen. Die Bibel sagt uns aber, Gott ist Geist, also dass der Vater Geist ist. Ob der Vater auch eine Gestalt hat, weiß ich nicht. Obwohl die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 15, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also wenn Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dann ist Jesus der sichtbare Gott, weil der Vater Geist ist unsichtbar. Vielleicht hat der Vater auch eine Gestalt, das weiß ich nicht. Eines Tages werden wir den Vater sehen und dann wird der Vater seine Herrlichkeit uns zeigen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an Jesus, doch wegen der Pharisäer bekannten sie nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater, der mich gesandt hat.
Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie der Vater mir gesagt hat. Was bedeutet das? Der Vater hat durch den Sohn gesprochen. Wer den Sohn hörte, hörte den Vater. Wer den Sohn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jetzt lesen wir noch Johannes 20, 28. Wollte jemand, dass ich das vorlese? Und dann lesen wir Apostelgeschichte. Möchte jemand Apostelgeschichte 20, 28? Okay. Ja. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ja, Thomas sagte auch zum Herrn Jesus, mein Herr und mein Gott. Und jetzt gehen wir auf Apostelgeschichte 20, 28. Möchte jemand haben? Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Amen. 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 Der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind eins, doch sind drei verschiedene Personen. Ludwig, genau Ludwig, da hast du die Wahrheit gesprochen. So stimmt's. Ludwig, mein Lieber, Gott segne dich. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in unserer Stadt nochmal. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich wünsche dir Gottes Segen, Ludwig. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Gott segne dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin gerade in Frankfurt auch am Evangelisieren. Und vielleicht machen wir das wieder mal zusammen. Ja, unbedingt. Absolut. Der Herr segne dich, mein Lieber. Der Herr segne eure Arbeit für den Herrn Jesus. Alan, chillst du gerade in der Gemeinde? Ja, ich bin gerade in der Missionsgemeinde und habe einen schönen Raum bekommen in der Gemeinde. Und ich bin auch mit dem Bruder Omar und morgen sind wir am Evangelisieren, später sind wir eingeladen zum Essen. So um 17 Uhr, denke ich, mal schauen. Genau, wir schlafen auch hier wahrscheinlich. Was wir wahrscheinlich, absolut. Warum ist Daniel nicht da, Bro? Ich möchte meine Meinung dazu eigentlich öffentlich nicht äußern, über Daniel und das alles. Weil es sind viele Privatsachen und bei der Teambesprechung und das alles, das möchte ich nichts öffentlich machen. Was ich aber sagen kann zu dem Thema ist, Daniel hat auf jeden Fall, er verurteilt halt die Lehre von Omar und Hakika TV, obwohl Omar zu ihm gesagt hat, guck mal, konzentrier dich mal erstmal auf die Bibel, und er hat gleich wieder mit TikTok angefangen. Und Daniel, weißt du, er ist kein Lehrer, er hat nicht die Gabe des Lehren bekommen. Er ist nicht gefestigt richtig im Glauben und versucht den Menschen, er macht eine neue Organisation, er erzählt irgendwas von 100.000 Euro, das glaube ich nicht. Niemals. Und sehr viele andere Sachen auch. Und dementsprechend ist Daniel seinen eigenen Weg gegangen, und ich möchte eigentlich öffentlich nicht mehr darüber reden. Es sind noch viele andere Sachen, die ich öffentlich nicht sagen kann, ne?
Aber wenn jemand auf Sola Scriptura schießt, der schießt ja die ganze Zeit auf Sola Scriptura, der schießt die ganze Zeit auf Protestanten, auf Freikirchen und so weiter. Guck mal, ich respektiere auch die Orthodoxe, so wie auch die Freikirchler und die alles. Diese Spaltung ist nicht von Gott. Das sind die Früchte des Fleisches, die Spaltung innerhalb des Christseins. Ich bin Christ, ich bin ein Nachfolger Christus, ich bin wiedergeboren im Heiligen Geist. Jesus ist mein Herr und mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser, mein Sinn des Lebens. Er ist das Alpha und das Omega, die Auferstehung und das Leben, die Tür zu den Schafen, der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Er ist das Brot des Lebens, er ist der Sinn des Lebens. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und ich folge Christus nach und nicht irgendein Menschen. Ich bin ein Nachfolger Christus. Was für eine Kirche ich besuche, solange sie bibeltreu ist und gut ist und ich mich wohlfühle innerhalb einer Freikirche oder was etwas anderem, dann ja. Aber diese ganzen Spaltungen und diese ganzen Hin und Her und Menschen verurteilen und Sola Scriptura schießen und dann die ganzen Traditionsgeschichten und so weiter. Guck mal, ja, es ist ja krass. Was ist die Lehre des Christus? Die Lehre des Christus ist ganz klar. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Du sollst zu 100% glauben, weil die Heilige Schrift das äußert. Jesus ist Gott. Und Zeugen Jehovas sind irre Lehrer. Zeugen Jehovas, redet nicht mit denen, das sind irre Lehrer. Mormonen sind irre Lehrer. Alle, die gegen die Göttlichkeit des Herrn Jesus sind, sind irre Lehrer. Wie auch Muslime Irrelehrer sind und Irrelehren verbreiten. Jesus ist Gott, das Wort wurde Fleisch. Jesaja 9, Vers 5, Johannes 1, 14, Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8, das ist die Lehre des Christus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Jesaja 43, 3, dazu Lukas 2, 11 oder Jesaja 44, 6, dazu Offenbarung 1, 17, 1, 18 oder Psalm 45, 7 bis 9, dazu Hebräer 1, 8, Römer 9, 5, so viele Verse, Titus 2, 13, 1. Johannes 5, Vers 20. Ich kann über 50 bis 100 Verse aufzählen über die Göttlichkeit des Herrn Jesus. Also glaub, dass der Herr Jesus Gott ist. Du bist kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus kein Gott ist. Der Herr Jesus ist wahrer Gott vom wahren Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Bruder, was hältst du von Tattoos, Göttlichkeit, Schrift, Vater, Unser und so weiter? Ich befürworte das auf jeden Fall nicht. Man kann mit Geld viel mehr besser machen. Für so ein 500-Euro-Tattoo würde ich lieber für einen Urlaub sparen oder an Almosen geben für Menschen, die bedürftig sind oder für mich selber. Ja, also ich finde, mit Int quasi, mit der Tinte in die Haut reinritzen und sich beschädigen, finde ich nicht so schmackhaft, wenn man im Geist wandelt. Denn wenn du im Geist wandelst, kreuzigst du sowieso dein Fleisch. Dein Fleisch ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist dein Geist. Ob du jetzt dick, dünn, braun, weiß, schwarz, egal wie du aussiehst, wenn du den Heiligen Geist hast, bist du eine wunderschöne Person in sich. Ja. Ihr seid nach dem Bild Gottes geschaffen. Ich verurteile dich nicht, selbst wenn du ein Tattoo hast oder sonst was. Wer bin ich, dass ich dich richte? Wir sind beide Sünder, wir brauchen beide die Gnade Gottes in Christus. Ich richte dich nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Maß, den ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Hab Probleme, mir die Verse zu merken, hast du einen Trick oder Wissen durch Heiligen Geist? Also wie ich mir die Verse gemerkt habe, ich habe jetzt nicht die Bibel aufgeschlagen und jetzt auswendig gelernt, muss ich ehrlich sagen, sondern das ist eine Gabe, die ich von Gott bekommen habe durch den Geist Gottes, dass ich mir vieles merken kann. Auch als Evangelist hat mir das der Herr geschenkt, dass ich als Evangelist auch die Verse auswendig vorsagen kann, wenn ich sie brauche. Dementsprechend, wenn ich vor Ort bin und dementsprechend auch evangelisiere auf der Straße, muss ich mir die Verse merken und der Herr hat mir diese Gabe geschenkt. So, andere haben andere Gaben vom Herrn bekommen. Das können wir auch später durchgehen. Aber was ich dir für einen Tipp geben kann, bete um die Früchte des Heiligen Geistes, bete um Weisheit, bete, dass der Herr dich erleitet und erfüllt mit dem Heiligen Geist, bete, dass der Herr dich einsetzt als ein Werkzeug für das Reich Gottes, wenn du wirklich für den Herrn arbeitest.
arbeitest, arbeite für die Gaben des Heiligen Geistes in Christus Jesus. Und der Herr ist treu und gerecht und wird deinen Wunsch erfüllen. Alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun. Mein Tipp ist es, die Bibel zu studieren. Mein Tipp ist es auch, zu fasten, Bibel lesen, beten. Oder ich persönlich werde vielleicht, so der Herr möchte, werde ich vielleicht auch eine Bibelschule besuchen. 3 Jahre hat der Bruder Omar, also der Bruder von Hakika TV, mir gesagt, Alan, wäre es nicht besser für dich, dass du vielleicht eine Bibelschule besuchst, dich so theologisch in die Richtung von Theologie gehst, Bibelschule. Ja, mal schauen, wenn der Herr möchte, dann werde ich auch diese 3-jährige Bibelschule machen. Aber ich möchte auch ehrlich eigentlich möchte ich in den 3 Jahren schon eine Familie gegründet haben. Ich möchte schon eine Frau kennenlernen, heiraten, Kinder bekommen. Aber wenn der Herr einen anderen Plan für mich hat, mal schauen. Aber mein Plan wäre eigentlich schon arbeiten, eine Frau kennenlernen und eine Familie gründen. Rema-Schule. Der Bruder Omar hat mir die Bibelschule in Bonn. Die Bibelschule in Bonn hat der Bruder Omar mir empfohlen. Wann warst du in Frankfurt? Ich bin immer noch in Frankfurt. Ich bin gerade in der Missionsgemeinde, bin ich gerade. Also jetzt in diesem Zeitpunkt, ich bin gerade in der Missionsgemeinde und bin gerade live. Ich bin gerade noch in Frankfurt. Der Berg Athos. Was ist der Berg Athos? Gibt es Glück? Es gibt Segen. Es gibt Segen. Arthur, manchmal gibst du wirklich Kinderverse. Kindersätze von dir. Aber alles gut. Google mal. Mal schauen. Glück ist eine Illusion. Ich glaube an den Segen Gottes. Man sieht dir, dass du keinen Seelenfrieden hast. Doch, ich habe Seelenfrieden, mein lieber Karim. Aber du hast keinen Seelenfrieden, weil du 5-mal am Tag Richtung deinen Götzen anbetest, der sich Allah nennt, 3 Töchter hat, laut Abdu'l-Bara und laut den Hadithen 2 rechte Hände und dementsprechend auch ein fliegenden Schienbein. Ich glaube, dass du keinen Frieden hast, mein Lieber. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Der Vater sucht solche Anbeter. Johannes 4,24. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben. Glaubst du an den Sohn Gottes? Wenn nicht, bist du nicht vom Vater auserwählt. Dann glaubst du auch nicht an Gott. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, aber glaubst nicht an den Sohn, dann bist du in dir ein Widerspruch. Du bist in deiner Person ein Widerspruch. Und du widersprichst dich mit dem Alten und mit dem Neuen Testament. Wenn du an Gott glaubst, aber nicht an den Sohn, dann hast du keine Ahnung von Gott und du hast den Vater noch nicht erkannt. Jesus sagt, wer mich erkennt, der erkennt den Vater. Und wer mich sieht, der sieht Gott den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Möge der Herr deine Seele retten. Hast du eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus? Hörst du die Worte Gottes? Hörst du den Herrn der Herrlichkeit mit dir reden? Glaube ich nicht. Warum? Weil du keine Beziehung hast zum Vater, weil du den Sohn nicht kennst. Wer den Sohn nicht kennt, der kennt Gott den Vater nicht. Also so witzig, ne? Dass ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist. Ich weiß, was ich gesehen habe über den Herrn Jesus, wie er sich mir offenbart hat. Ich weiß von tausenden Geschwistern, wie der Herr Jesus sich ihnen offenbart hat, dass er der wahre Gott ist. Es ist so traurig zu sehen, diese ganzen Seelen, die diese Wahrheit nicht haben. Sie haben diese Erkenntnis nicht, weil der Sohn auch gesagt hat, niemand kann an mich glauben, es sei denn der Vater zieht ihn zu mir. Niemand kann an den Sohn Gottes glauben, es sei denn der Vater zieht ihn zum Herrn Jesus. Wenn jemand behauptet, Gott zu glauben, aber kennt nicht den Sohn, ist er laut der Bibel ein Lügner.
Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ich verstehe nicht. Hören die Leute, dass ich auf Chinesisch rede? Aber manchmal denke ich wirklich, dass ich auf Chinesisch rede, weil die Leute mich nicht verstehen. Aber ich verstehe auch die Leute, weil der Geist des Antichristen möchte nicht hören. Darum sagt auch die Bibel, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört er nicht, weil er nicht aus Gott sei. Das macht so Sinn. Es macht so Sinn. Ich könnte die ganze Bibel auslegen, erklären und vorlesen, von 1. Mose bis zur Offenbarung, und trotzdem würden sie nicht glauben wollen an den wahren Messias, den Sohn Gottes, Gott im Fleisch, Jesus Christus, Altes und Neues Testament. Es ist so traurig, so verstockt im Herzen, was Jesaja auch gesagt hat, dieses Volk ist verstockt im Herzen, es ist unerlöst, ein unerlöster Geist bekennt nicht, dass Jesus Herr ist. Wenn jemand bekennt, Jesus ist Herr, spricht der Geist Gottes aus in 1. Korinther, habe ich vorhin gelesen, 1. Korinther Kapitel 12. Wenn jemand sagt, Jesus ist Herr, spricht der Geist Gottes aus ihm. Darum können die Muslime nicht sagen, Jesus ist Herr und mein Gott. Johannes 20, 28. Die können das nicht glauben und bestätigen. Warum? Weil ihr Herr lieber der Satan ist, anstatt den Herrn der Herrlichkeit, den Herrn Jesus Christus. Jesus ist ein Prophet. Amen. Er ist auch der ewige Sohn Gottes und das Wort Gottes, Gott im Fleisch. Wenn du sagst, er ist nur ein Prophet, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man die Heuchelei aus dir sieht und den Geist des Antichristen, der nicht den Sohn Gottes bestätigt. Aber Amen, Jesus ist ein Prophet, ist das Wort Gottes, ist Gott im Fleisch und ist auch der ewige Sohn Gottes. Sie sind im Bösen gefangen, ja, ihr weiß, sie sind im Bösen gefangen. Ich weiß die Muslime, ich kenne ja die Muslime, ich war selber 18 Jahre im Islam. Ich weiß, wie der Islam ist, wie die Leute ticken, wie der Geist des Antichristen in ihnen wirkt. Ich weiß, dass es ein Gefängnis ist, dass sie den Herrn Jesus nicht anbeten dürfen. Es ist Schirk und für uns ist es die Lästerung gegen den Heiligen Geist, wenn man Jesus nicht als den Herrn annimmt. Da sieht man wirklich die Kinder des Lichts, die wahren Christen und die Kinder des Teufels, wie sie gefangen sind im Islam. Die Muslime haben diese Täuschung, Sure 3,54 von Allah, der größte Täuscher ist, nicht, dass sie wahre Kinder Gottes werden. Allah versperrt ihnen den Weg. Ja, wir sehen auch, wie die Schlange arbeitet. Wir sehen, wie sie arbeitet. Es ist krass, es ist traurig. Es ist ein Gefängnis im Islam. Darum sagt auch der Herr Jesus Christus, wer an mich glaubt, an den Sohn Gottes, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Die Muslime sind in diesem Tod gefangen. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist im Tod, in der Erbsünde. Und wenn sie an den Sohn Gottes glauben, nimmt Gott ihr antichristlichen Geist und gibt seinen Heiligen Geist in ihn. Wer an mich glaubt, tretet vom Tod zum Leben hindurch. Diese Muslime sind gefangen in diesen verführerischen, irregeleiteten, antichristlichen Geist. Ich war ja selber so. Ich verstehe auch die Muslime. Ich war selber in diesen Geist gefangen, von diesem muslimischen, antichristlichen Geist. Aber ich bin davon befreit worden. Es war die Hölle, bis ich davon frei wurde, aber ich habe es geschafft. Es ist so krass, in was für einen irregeleiteten Irrgeist sie gefangen sind. Vergleicht einfach zwei Bücher. Es geht um deine ewige Seele. Vergleicht doch das Injil, den Koran mit der Bibel. Es geht um deine Seele. Die Bibel sagt, jeder Mensch, der nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wurde in die Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, im Buch des Lammes, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es geht um deine Seele. Es geht um deine Seele. Deine Seele wird in die Feuersee eingehen ohne den Herrn Jesus Christus. Ich tue das nicht für Geld, für irgendein Vermögen, für Follower, für Likes. Es geht um deine ewige Seele. Ist deine Seele im Reich Gottes oder in der ewigen Hölle? Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der wird das Leben nicht sehen, Johannes 3,53, sondern Gottes Zorn bleibt ihn. Und er wird mit dem Glutwein getränkt werden, eingemischt in den Glutwein seines Zornes. Und er wird gepeinigt werden vor den heiligen Engeln, vor dem Lamm Jesus Christus. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, alle, die nicht den Herrn der Herrlichkeit, Christus, Gott, das Wort angenommen haben. Bitte, es geht um deine Seele. Die Bibel sagt ganz klar, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu mir. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben. Es geht um deine ewige Seele, bitte.
Ich bitte dich, das Konzept des Islams ist in sich ein Widerspruch, eine Doppelmoral zu der Wesenheit des Gottes, des biblischen Sinnes, des Gottes, der Herrlichkeit der Bibel. Es ist ein Widerspruch im Koran. Es ist, der Gott des Koran hat nichts zu tun mit der Gott der Bibel. Die ersten Christen haben Mohammed nicht ernst genommen. Sie haben ihn vertrieben, den Mohammed. Die Juden und die Christen haben ihn vertrieben. Sie wussten, das ist der falsche Prophet. Galater 1, Vers 8, er ist verflucht und sein Buch, das er uns sagen möchte, ist auch verflucht. Er musste dich durchschlagen mit Terror und Krieg. Sahih al-Bukhari, durch Terror habe ich meine Religion gegründet. Wacht mal auf. Wacht auf. Wer durch das Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen, sagt der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat in drei Jahren, vom Alter von 33 bis zum Alter von 33, hat er die Weltgeschichte geändert, durch den Vater gesprochen. Also der Vater hat durch den Sohn gesprochen, tut mir leid. Es ist so krass, es geht um deine Seele. Es ist so traurig, dass viele Menschen nach dem Tod aufwachen werden, wie der reiche Mann in Lukas 16. Lesen wir mal Lukas 16. Der reiche Mann und Lazarus. Es ist so traurig, dass so viele Menschen eines Tages aufwachen werden und sie werden sich im Scheol, im Hades, im Totenreich wiederfinden, weil sie meinen Herrn und meinen Gott Jesus Christus nicht angenommen haben. Lesen wir mal den reichen Mann und Lazarus. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Toren voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der arme Lazarus starb und von den Engeln in den Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb auch der reiche Mann und wurde begraben. Und als der Reiche im Hades, in der Hölle, seine Augen aufschlug, das meine ich, das werden die Muslime sehen, wenn sie nicht Buße tun. Sie werden ihre Augen öffnen in Qualen. Das möchte ich nicht. Und der Reiche schlug seine Augen auf in Qualen, war er, sieht er Abraham und von Weitem Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der Reiche ist in Flammen im Hades und wird gepeinigt. Abraham aber sprach, Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesen allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen. Du kannst nicht von der Hölle in das Reich Gottes, du kannst nicht vom Reich Gottes in die Hölle. Es ist nicht möglich. Er aber sprach, Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder. Also der Mann, der reiche Mann ist in der Hölle und er bittet, Vater Abraham, sende bitte jemanden zu meinen 5 Brüdern, damit meine Brüder auch nicht in die Hölle kommen. Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Sie sollen nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Moses und die Propheten, mögen sie diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das ist ein Gleichnis zum Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist aus den Toten. Toten auferstanden und die Juden lehnen ihn ab und die Muslime lehnen ihn ab. Selbst wenn ein Toter aus den Toten aufsteigt, so werden sie nicht glauben. Und das ist genau das, wo die Muslime und die Pharisäer, die Juden damals, ja, nicht geglaubt haben. Und dementsprechend, meine Lieben, die Hölle ist real. Ja, man muss über die Hölle sprechen. Man muss über die Sünde sprechen.
Und wer nicht über Sünde oder über Hölle predigt, der predigt ein falsches Evangelium. Denn der Herr Jesus hat eindeutig mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Lesen wir im Markus-Evangelium. Guck mal, die Muslime schmeißen ihre Seele weg, weil sie ein Vers nicht glauben. Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Der Sohn des Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht. Sie lesen nicht mal diesen Vers. Sie müssten nur glauben, sie schmeißen ihre Seele weg, weil hier steht ganz klar, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben. Also die Muslime sagen, wir lieben die Propheten. Ja, dann geh doch mal, lies mal Markus 1, Vers 1 und geh zu den alten Propheten und lies doch mal, ob ein Sohn Gottes gepredigt wurde oder ein einfacher Mensch namens Isa ben Mariam. Wacht auf, es geht um deine Seele. Lennart, dann kann ich zu dir auch sagen, deine Mutter hat auch nicht gebraucht, dich aufzupassen, mein Lieber. Das ist das Gleiche, Jesus wurde Mensch. Jesus wurde Mensch. Gott braucht keinen Aufpasser in seiner Göttlichkeit, doch Gott wurde Mensch. Und wenn Gott Mensch wurde, dann hat die Maria auch auf ihn aufgepasst. Du verstehst die zwei Naturen nicht. Ein Gott braucht keinen Aufpasser. Natürlich braucht Gott keinen Aufpasser, aber Gott wurde Mensch. Als ein Baby, als ein Wurzelspross, Jesaja 53. Markus. Markus Evangelium. Lesen wir mal. Welches Kapitel lesen wir? Ich wollte etwas Interessantes vorlesen. Oder wir können das in der Offenbarung auch mal lesen. Wir können das auch in der Offenbarung auch lesen. Er wurde Mensch und sein Thron blieb leer. Was? Nein. Ein Gott, ein Wesen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Schwer, wenn man die Heilige Schrift nicht kennt. Ich weiß. Also beschäftige dich lieber mit einem Grundwissen der Bibel. Guck dir ein Bibelstarter-Pack, ein Tutorial an, wirklich, wenn du keine Ahnung hast von Heiligen Schrift. Guck dir mal an, was du wissen musst über die Bibel, bevor du hier reinkommentierst. Wenn du keine Ahnung hast von Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass wir an einen einzigen Gott glauben, dann informier dich mal bitte besser, weil ich kann dir nicht die ganze Schrift auslegen. Was ist deine Meinung zur Kirche, Bruder? Ich gebe meine Meinung nicht dazu. Warum? Weil wieder Spaltung kommt in den Kommentaren. Ich glaube ganz klar, dass ohne die apostolische Kirche gibt es heute auch keine Bibel. Ich respektiere die apostolische Kirche, aber so müssen sie auch sie, die Kirchen von heute respektieren, die auch in der gesunden Lehre sind. Wo ist das? So. Achso, das ist die Elberfelder, ne? Genau, die unterscheidet sich ja voll in einigen Sätzen, ne? Von der Schlachter. So, hier. Okay. Lesen wir mal. Auferstehung und Entrückung. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des seines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, so ermuntert euch einander mit diesen Worten. Also wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages mit dem Herrn entrückt werden.
Werden die Muslime entrückt? Nein, die Muslime werden nicht entrückt. Sie werden mit dem Antichristen eine Umma machen. Sie werden Israel angreifen werden. Die Muslime werden auch vernichtet werden. In Offenbarung 19,20 muss man ansprechen. Wer die Offenbarung studiert hat und kennt, der weiß, am Ende gibt es kein Islam mehr, gibt es keinen Buddhismus, Atheismus mehr. Die Muslime werden gegen das Lamm Jesus kämpfen. Die Muslime werden gegen das Lamm Krieg führen und das Lamm Jesus Christus wird sie überwinden, denn er ist der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige. Er ist ja Gott und Gott wird von dem Himmel kommen, wie in dem Psalmen geschrieben steht, glaube ich. Nur Gott kommt von den Himmeln. Jesus sagt, ich komme auf den Wolken des Himmels und jedes Auge wird mich sehen. Genau. So, ich glaube, das reicht für heute. Oder vielleicht komme ich später mit dem Bruder Omar nochmal online. Das habe ich auch selbst herausgefunden. Krass, ne? Ja. Eines Tages gibt es kein Islam mehr und alle anderen falschen Religionen, denn der Islam wird auf jeden Fall mit denen Krieg führen. Alles gut. Ja? Warst du weg und bist gekommen, oder? Ja. Also, okay. Wann gehen wir essen? Keine Ahnung. Abend 18:30 Uhr. Ach so, gehen wir nicht zu Besuch? Doch. Möchtest du kurz Hallo sagen? Ja, hallo. Ich bin ja am Arbeiten. Ich muss ein paar Sachen kaufen, weil ich Pakete gerade einpacke. Ja. Und er sitzt hier rum. Ich helfe dir gleich. Ja. Also 17 Uhr oder 18 Uhr? 18.30 Uhr sollten wir dort sein. Das heißt, 18 Uhr fahren wir hier. Fanny, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 16.34 Uhr. Wahrscheinlich arbeite noch weiter. Oder willst du aufhören? Ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen und dann komme ich zu dir. Dann hilfst du mir ein bisschen beim Packen. Ja. Gut, bis alles später. Klar, bis später. Hakikette von hier. Ja. ich habe schon Hunger bekommen. Wir wurden heute eingeladen zum Essen. Ich freue mich schon auf das Essen. Ich hoffe auf gutes Essen. Legend 7, du hast gerade gegen den Heiligen Geist gelästert. Ich bin erfüllt durch den Heiligen Geist Gottes und ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn du behauptest, von Dämonen besessen und so weiter, das haben die Pharisäer auch zum Herrn Jesus gesagt. Und die Pharisäer, die das behauptet haben, haben gegen den Geist Gottes gelästert. Du hast auch gerade vor 140 Menschen gegen den Heiligen Geist gelästert. Ich kann dir das Gleiche sagen wie der Herr Jesus. Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Johannes 8, das kann ich zu dir auch sagen über mich. Ich habe den Heiligen Geist Gottes und du hast, ja, laut der Heiligen Schrift, wenn du sowas behauptest, sowieso schon den Geist des Antichristen. Dementsprechend verurteile ich dich nicht, sondern das Wort, das ich geredet habe, spricht der Herr, das wird ihn richten am letzten Tag. Wie kann man sowas schreiben? Ja, wenn man halt verdorben ist im Geist, ne? Wenn man den Geist des Antichristen hat. Ein Moslem war das bestimmt, der sowas reingeht. Es sind schon viele solche Kommentare gekommen auf jeden Fall. Viele Menschen haben schon hier gegen den Heiligen Geist gelästert und solche Sachen von sich gegeben. Es ist nichts Neues für mich. Es ist wirklich nichts Neues. Also Tipps, wie man bei wem Befreiung macht. Wie meinst du Befreiung? Ich glaube nicht an diese charismatische Bewegung von und dann fliegt er plötzlich hin und so ein Zirkuskram. So mit der Handauflegung und dann elektrisiert und dann fliegt er nach hinten. Für mich ist das ein Kasperltheater. Ja. Für mich ist das ein Zirkus. Ja. Aber können Sie behaupten, ich glaube nicht an die Zungensprache, wie die charismatische Bewegung im 22. Jahrhundert behauptet. Auch an 1. Korinther haben Sie das falsch ausgelegt. Crosstalk, Zungensprache, YouTube, der erklärt 1. Korinther ganz richtig. Niemand von denen kann es in den charismatischen Bewegungen auch auslegen. Wenn Sie es nicht auslegen können, was Sie anscheinend in Sprachen reden, dann glaube ich kein Wort davon, die Bibel sagt. Wenn Sie es nicht auslegen können, dann wisst ihr, das sind Lügner. Und sie können gar nichts davon auslegen. Sie kommen ins Shamanana, Kananana und diese ganzen New Age 20. Jahrhundert. An das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die
Apostel dagestanden sind, haben gesagt, schau mal an Akanana und diese ganzen charismatischen Bewegungen. Nein, sie haben in Sprachen geredet, ja. Und 1. Korinther wird auch falsch ausgelegt von denen. Besonders 1. Korinther 13 und Kapitel 14 verstehen sie sehr, sehr falsch. Wie gesagt, Crosstalk und Zungensprache. Für mich ist das New Age. Das ist New Age quasi Lehren. Max Muslime. Ich liebe jeden Menschen, aber ich liebe nicht den Geist des Antichristen hinter einem Muslim. Ich liebe den Muslim als Person, aber den Geist hinter einem, der unerlöst ist, der ihn dazu führt, in die Hölle zu gehen. Ich kenne den Geist des Antichristen, ich arbeite schon lange gegen den Geist des Antichristen. Ich weiß auch, wie dieser Geist agiert und wie der Geist arbeitet. Und das ist jeder Geist, der nicht glaubt, dass Jesus der Herr ist. Ja. Er macht eigene Interpretationen. Meine liebe Deborah, später, wenn ich live gehe am Abend, kannst du noch mal reinkommen und dann gucken wir uns das gemeinsam an und dann zeige ich dir, ob ich von mir aus interpretiere oder wenn ich dir 1. Korinther so richtig auslege, wie es auch ausgelegt gehören sollte. Genau. Du sagst ja zum Beispiel, es sind Sprachen, die nur Gott versteht und dann steht da ein paar Verse im Kontext gesehen, wenn man nicht versteht, was er sagt, soll man auch nicht Amen sagen. Meine Liebe. Das ist keine falsche Interpretation und nichts von mir, sondern da steht in 1. Korinther ganz, ganz andere Sachen. Ich glaube nicht an diese das ist für mich eine Spaltung. Die Aposteln waren nicht da und haben Shamanana Kananana, Shimakana und irgendwas von sich gegeben. Das ist 20. Jahrhundert. Deborah, falls du in eine charismatische Gemeinde gehst, kannst du es auslegen? Kommt jemand her in eure Gemeinde und legt alles aus, genauso wie es gesagt ist? Das glaube ich nicht. Kommt jemand in die Gemeinde und sagt, hier, du sprichst erst in Sprachen, quasi in der Hinsicht Zungensprache, und dann kommt jemand und legt das aus? Nein. Das geschieht nicht. Naja. Aber wie du meinst, für mich ist das keine Gabe des Heiligen Geistes. Ich dämonisiere es auch nicht. Ich bin der Letzte, der sowas dämonisiert, wie auch die anderen auf TikTok, das dämonisieren, dieses Thema. Ich dämonisiere es nicht, aber ich sage auch nicht, dass es vom Heiligen Geist quasi geleitet ist, denke ich. Habe ich auch gesehen, dass viele hier in Deutschland zum Beispiel diese charismatischen Bewegungen auch eineignen. Ne? Ich kenne einige, wo ich dachte, sie gehen einen anderen Weg, obwohl sie auch Charismatiker sind. Ja, Deborah, ich lese gerne später, wenn ich online bin, gerne ganze Korinther für dich extra. Ich habe vorhin schon 1. Korinther gelesen. Extra für dich lese ich das gerne. Aber ich bitte auch dich, guck dir auf Crosstalk die Auslegung von diesen Versen an. Crosstalk, Zungensprache. Gib das mal in YouTube ein, Crosstalk, Zungensprache. Und dann sehen wir mal, ob in den apostolischen Zeiten so eine Art von Zungensprache existierte. Crosstalk, Zungensprache. Und ich werde auch später auf das mit dem Bruder Omar, wenn wir uns hinsetzen, und wir werden auch 1. Korinther 13 und 14 unter die Lupe nehmen. Genau. Ah, der Nächste, der gegen den Heiligen Geist lästert, ne? Interessant heute. Am
am Freitag, ne, Jumma-Gebet, ne? Die Muslime gehen gerne beten und dann stempeln sie wahre, wiedergeborene Christen als Dämonen ab. Sehr interessant, wie der Geist des Antichristen an ihrem ach so heiligen Freitag wirkt. Mega interessant. Möge der Herr Jesus euch retten. Ich werde heute konvertieren, das ist krass für mich. Ich hoffe, du wirst in das ewige Leben hinein konvertieren. Jesus sagt, ich bin das ewige Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Ne? Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Ich hoffe, du wirst hineinkonvertieren in das ewige Leben. Nicht irgendeine Religion in der Hinsicht, sondern eine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus. Die Leute, die sagen, wir sind wiedergeboren, habt ihr aber eine persönliche Entscheidung für den Herrn getroffen? Seid ihr auf die Knie gegangen und habt gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin ein Sünder, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich tue Buße, ich gebe dir mein ganzes Leben her. Jeder muss eine Entscheidung für den Herrn Jesus fallen. Und das hat mir der Bruder Omar gestern auch gesagt. Ein wiedergeborener Christ hat sein Leben den Herrn Jesus Christus gegeben. Habt ihr eine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen? Seid ihr wiedergeboren im Heiligen Geist? Habt ihr Jesus als euren Herrn und euren Gott angenommen? Ja. Aber ich verurteile auch nicht diese Charismatik. Die Leute denken immer falsch, wenn ich gegen etwas spreche. Ich habe nichts gegen diese Charismatik oder sonst was. Für mich ist das aber quasi jetzt nicht in der Hinsicht Bibel. Und was sie tun, für mich ist das New Age 21. Jahrhundert Sache, für die anderen ist es okay, ich urteile sie nicht. Also wenn ich nicht einer Meinung bin, bedeutet das nicht, dass ich die Leute hate. Ich liebe sie alle, ich liebe jeden Menschen so. Aber ich respektiere halt auch, zum Beispiel bei den Muslimen, jeder als Person, aber jetzt den Geist hinter einem Menschen, der ihn ja nicht erlösen möchte, den respektiere ich nicht. Ich kann nicht den Satan respektieren, ne? Okay, ich glaube, es reicht für jetzt. Vielleicht komme ich ja später am Abend nochmal online. Ich kündige mal ein paar Sachen an. Was kann ich ankündigen? Ich kann ankündigen, wenn du mit mir schreiben möchtest, wenn du Fragen hast zum Thema Taufe, Göttlichkeit Jesus, so viele andere Sachen. Wenn du ein Muslim bist und bist interessiert für den Herrn Jesus, wenn du dein Leben den Herrn Jesus geben möchtest, dann schreib mir auf Instagram, Alan Seelengewinner. Abonniert auf YouTube Hakika TV, der Bruder Omar. Wir sind auch gerade beide in der Missionsgemeinde. Wir schlafen auch hier. Wir gehen morgen alle evangelisieren. Kommt morgen nach Frankfurt an der Zeil. Kommt morgen dahin. Wo genau? Auf TikTok Story schauen oder auf Insta Story. Wer in der Nähe von Frankfurt ist, soll morgen kommen. Abonniert den Kanal auf YouTube Hakika TV. Unterstützt den Bruder. Lasst uns die 10.000 für ihn und seine Arbeit machen. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat noch mehr verdient, er macht das ja sehr gut, die Debatten, die Straßenevangelisation, die Aufklärung zwischen Muslimen und Christen. Also, und guckt euch das Video an, was er gestern gepostet hat, ist ein starkes Video. Werdet ihr das morgen filmen? Wahrscheinlich werden wir das morgen auch filmen. Ja, wahrscheinlich. Hört sich an wie eine Sekte? Nein, wir sind wiedergeborene Christen, wir verherrlichen den Herrn Jesus Christus. Wir glauben an den Herrn Jesus, keine Sekte, keine Mormonen, keine Zeugen Jehovas, keine irgendwelchen anderen Sekten. Wir sind frei, ja, wiedergeboren im Geist. So. Was kann ich noch sagen? Ich kann gerne ein Gebet sprechen. War ja klar, dass sowas wieder kommt. Ja, es war klar. So. Ja, Vater, danke im Namen des Herrn Jesus Christus für diesen Tag. Danke, dass so viele Menschen beim Live zugesehen haben. Ich bete auch für die Muslime, dass sie die Wahrheit erkennen. Wie du sagst, sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch nun der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei. Ich bete, dass du diesen Tag segnest, das Wochenende segnest. Ich bete, dass du das morgen in der Evangelisation segnest. Ich bete, dass du die Geschwister hier segnest, dass du jeden erfüllst im Heiligen Geist und sie leitest im Heiligen Geist. Ich bete besonders für die Muslime, dass sie die Wahrheit erkennen, wirklich, dass sie auch es vergleichen mit Koran und Bibel und mal gucken. Und ja, niemand kann zu mir kommen, es ist vom Vater gegeben. Ich bete, Vater, dass du sie erwählst und ziehst zum Herrn, zu dir her. Und das bete ich alles im Namen des Herrn Jesus Christus.
So, der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht auf euch scheinen, der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Wir sehen uns entweder am Abend später oder morgen, wenn ihr wollt, kommt morgen nach Frankfurt. Sonst werde ich ein bisschen live gehen, wahrscheinlich morgen. Der Herr segne euch, Gottes Segen. Genau. Gesegneten Sabbat, sagst du? Shabbat Shalom. Gottes Segen.